Das ist vielleicht noch nicht jedem passiert, aber es kann immer mal passieren, dass der Schlüssel beim Umdrehen abbricht und feststeckt. Man kriegt nicht mehr raus, man kommt nicht mehr ins Haus rein. Und dann nimmt man einfach so eine Heißkleberpatrone, zündet die vorne an, bringt die zum Schmelzen, drückt die dann drauf und schon kann man den Schlüssel bzw. den Rest davon wieder rausziehen. Das probiere ich aus, ob das wirklich funktioniert. Ich habe extra neue Schloss gekauft, weil ich keins hatte. Und jetzt muss ich echt den Schlüssel kaputt machen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den wirklich schon so wegkriege, weil ich habe noch, ich persönlich, okay, man kann den schon biegen, das zieht es hier. Kraft. Guck mal, wie viel Kraft ich in den Finger habe. Man kann auf jeden Fall hin und her biegen. Oh ja, das sieht gut aus. Jules, du hast einfach den Schlüssel kaputt. Okay, man muss schon sagen, der bricht schon schnell ab, gell? Also wenn man will, bricht der schnell ab. Also, na, dann ist ja gut, dass man den live weggezahmt hat, oder? Echt so. Also wenn er funktioniert. Ja. Also es ist sogar ein Vorhängeschloss, das heißt, das Loch ist sogar kleiner als beim Türschloss. Natürlich machst du es ja bei der Türe, weil sonst muss man das ganze Schloss von der Türe auswechseln. Das wollen wir ja nicht. Aber es ist ein gutes Risiko. Und alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist quasi diese Patrone hier vorne erhitzen und dann hier drauf drücken. Ja. Guck mal, die passt sogar perfekt in die Form rein hier. Echt so. Also wie wenn es dafür geplant wäre. Und wenn es funktioniert, müsst ihr halt immer sowas zu Hause haben. Oder halt in der Handtasche oder in der Hosentasche oder so. Oder kurz einkaufen, was weiß ich. Oder kurz einkaufen. Komm, erhitzen es einfach mal. Das geht ja, müsste relativ schnell gehen. Da muss es natürlich anschmelzen. Das ist so. Oh ja, das reicht auf jeden Fall. Oh ja, das ist echt dicke. Und das müssen wir jetzt hier trocknen lassen. Der Kleber scheint fest zu sein. Also ich fasse hin. Auf jeden Fall ist er wirklich fest. Ja, geht schnell. Nicht mehr eine Minute, ne? Ja, jetzt würde ich sagen, ziehen wir es einfach mal raus. Okay, let's go. Und gucken mal, was geht. Und geht es vom Gefühl her? Oder? Ja, das klebt am... Nein! Nein. Okay, wir probieren es nochmal. Ziehen wir 3, 2, 1 und... Ah! Ah! Leute, schaut es euch an, ich krieg's nicht mehr raus. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht funktioniert, würde ich sagen, man kann es mal probieren im Zweifelsfall, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Wir ziehen es jetzt einfach raus hier. Nee, das reicht nicht. Der Kleber reicht nicht. Es klebt zwar hier immer drumherum. Vielleicht muss man es so richtig, richtig heiß machen, dass sich das so in das Schloss reindrückt. Weißt du, was ich meine? Ich hole den Brenner. Ja. Ja. Das wollt ihr jetzt wissen. Ja. Also, dann machen wir das jetzt hier so. Jetzt geht's doch richtig los. Oh, das hat einfach direkt gebrannt. Guck mal, Leute. Oh! Alter Verwalter. Das müsste reichen, Halleluja, oder? Halleluja, ey. So, jetzt vielleicht sogar drehen ein bisschen oder so, keine Ahnung. So ein bisschen, ja, dass es ein bisschen reingeht. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar jetzt nochmal mit dem Feuer rangehen. Probier das nochmal aus. Alles Mögliche probieren, weißt du? Das Ding wird nur heiß an der Hand, weil ich. Und brennt so das Schloss an. Vielleicht kühlt dir die Flange ab, weil du so heiß bist. Okay, also wenn es jetzt nicht geht. Dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Ja, okay. Also jetzt ist es wieder so ziemlich fest hier. Ja. Dann zieh mal einfach mal, okay? Mach jetzt solche ruckartig oder langsam? Ruckartig eigentlich. Ja, doch ruckartig. Ja, mach ruckartig. Komm, okay, 3, 2, 1 und. Oh mein Gott. Oh! Hat nichts gemacht? Nicht funktioniert. Nicht mal ein bisschen raus, nicht mal einen Millimeter. Also Leute, funktioniert scheinbar nicht richtig oder vielleicht nicht bei jedem Schloss, keine Ahnung. Also im Zweifelsfall kann man es probieren, aber ich würde mich echt nicht drauf verlassen, Leute, deswegen. Einfach den Schlüssel abbrechen.